Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Ich habe heute tatsächlich die Letizia zu Gast, denn die Letizia war unterwegs in Sachen Das Boot Staffel 3. Letizia, letzte Woche war irgendwie so ein Fan-Event von Sky, oder? Und du warst eingeladen. Erzähl mal, was war denn das für ein Event? Ja, es war ein ganz spannendes Event. Da war der Cast von Das Boot, sozusagen die Hauptdarsteller waren da, die Regisseure, dann die Produzenten und so weiter und einige der Presse auch noch. Und ja, es war ein total spannender Abend. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe sehr viele Fragen gestellt und sehr viele Antworten bekommen, auch unerwartete Antworten. Und ja, auf jeden Fall ganz, ganz toll. Du hast es mir ein bisschen schon davon erzählt und das klang ein bisschen wie Speed Dating, aber als Dinner, oder? Nehmen Speed Dating für Serienfans als Dinner, oder? Wie war das? Genau, also wir hatten so Tische eingeteilt bekommen, wo auch unsere Namen sozusagen drauf standen und sozusagen neben mir sind die immer rotiert. Dann gab es einen Gong, dann hatten wir mal eine halbe Stunde mit der Person. Genau, eine halbe Stunde hatte man dann mit drei, vier, entweder, es war so eine Mischung zwischen Produzenten, Regisseure, Darsteller. Und dann kam der Gong und manchmal war es voll schade, dass der Gong schon so früh kam, weil man so in diesem Gespräch drin war. Und so vertieft war in der Serie, dass man dann irgendwie, ja, man hätte natürlich auch stundenlang weiter quatschen können. Also ich muss ja sagen, ich mache den Job ja schon 20 Jahre und ich habe tatsächlich, also schon einige Pressedinner mitgenommen, aber so Speed-Dating-mäßig mit einem Gong, also war ich jetzt noch nie irgendwie dabei. Finde ich, klingt total nett und sweet gemacht. Und was man ja vielleicht erwähnen sollte, ist, du bist ja richtig Fan von der Serie, ne? Du liebst die Serie. Ich liebe die Serie, weil ich finde, das ist meine absolute Lieblingsserie. Es gibt ja so viele Angebote heutzutage, aber irgendwie das Thema, auch irgendwie alles, das fesselt mich einfach. Und das ist mal eine ganz andere Geschichte, die man so nicht kennt. Natürlich gibt es ganz viele andere Serien, die halt in den 40er Jahren spielen, aber diesen Fokus, der wirklich einmalig ist, den gibt es nur selten oder so gut wie gar nicht. Und deswegen finde ich die Serie auch so spannend. Ich muss ja dazu sagen, ich bin heute nur als Interviewerin unterwegs, weil ich kenne die Serie tatsächlich nicht. Ich bilde mir ein, mal den Film gesehen ha zu haben, der irgendwie aus den 80ern ist, hier mit Herbert Grönemeyer, aber vielleicht habe ich auch nur davon gehört. Also ich habe auch nicht nur eine reelle Erinnerung daran. Ja, so U-Boot, das für mich so klingt erstmal klaustrophobisch, deswegen ist es erstmal so eine Serie, die mich nicht interessiert. Und dann ist es auch eine deutsche Produktion, aber ist es eine gut gemachte deutsche Produktion? Super gut. Meiner Meinung nach ist es die beste deutsche Produktion, die ich je gesehen habe, tatsächlich auch. Und ich meine, mit tollen Regisseuren von der Episode 1 bis 5 ist Hans Steinbichler, der Regisseur, der hat das Tagebuch der Anne Frank gemacht und so weiter. Und dann kam Episode 6 bis 10 von der dritten Staffel, macht Dennis Gansel, der auch Die Wälder zum Beispiel gemacht hat. Und das sind halt Top-Regisseure. Die wissen auf jeden Fall, was sie da machen. Und das ganz, ganz Besondere finde ich, die Autoren. Mit Hans Steinbichler habe ich eine Weile gequatscht und der meinte auch, und das finde ich halt so spannend, dass es gab drei Drehbuchautoren, zwei von denen, also einer ist ein Ire, der andere ist ein Engländer und dann gibt es auch die deutsche Variante, dass sie sozusagen von diesen drei verschiedenen Perspektiven dieses Drehbuch zusammen gemacht haben. Und das finde ich halt so Ist das, spannend. war das eine Art Writers Room? Haben die zusammen an einem Tisch gesessen und hat da jeder seinen Input gegeben oder wie war das? Ich glaube tatsächlich, dass das, also das ist jetzt nur meine Meinung, ich habe da nicht sehr, sehr spezifisch nachgefragt, aber dass der irische Autor und der Engländer sozusagen die irgendwie zusammen in der Art gemacht haben und dass die deutsche Autorin dann nochmal sozusagen drüber geschaut hat, um zu schauen, dass diese drei Perspektiven, die eigentlich auf der einen Seite waren es ja auch Feinde, die dann irgendwie diese Perspektive sozusagen zusammengeschrieben haben. Und das macht das halt auch nochmal spannend, dass man diese ganzen Perspektiven sozusagen in einem Blick hat und nicht sagt, okay, das ist der Feind gewesen und das waren die Guten, das waren die Bösen, sondern es ist halt so eine Perspektivensache. Zum Beispiel, es gibt auch den Royal Commander, ich muss ganz kurz mal schauen, wie der hieß. Eine kleine Notiz am Rande: Solltet ihr komische Geräusche im Hintergrund hören, das ist meine Hündin Miss Monroe. Sie ist entzückend, aber sie lässt sich auch nicht dazu abbringen, mal, wenn wir hier was machen, einfach mal ein bisschen zu chillen. Ihr könnt Miss Monroe auch auf Instagram folgen. @lovelyMissMonroe.
Genau, jetzt habe ich es. Also Ray Stevenson ist der Darsteller, der halt einen Commander, einen britischen Commander spielt, der auf dem U-Boot ist. Und da ist Witt auch sozusagen, er ist natürlich auch der Feind von das Boot, also in Anführungsstrichen. Und genau, da finde ich halt spannend, dass man seine Menschlichkeit zeigt. Er verliert seinen Sohn und es wird nochmal eine ganz andere Perspektive von diesem Mann, der eigentlich so ein Killer ist eigentlich, auch mal gezeigt, hey, weißt du was, der struggelt mit Trauer, der hat Probleme mit seiner Frau deswegen, weil sein Sohn gestorben ist. Und das zeigt nochmal eine ganz andere Menschlichkeit. Und ich glaube, dass diese Autoren diese Dreieinigkeit, also sowas geschafft haben, was so super... Ja, die haben den Tiefe gegeben. Genau, die haben den Tiefe gegeben. Und so verschiedene Perspektiven und den Fokus so ein bisschen anders auch gesetzt, den man halt in anderen Serien nicht so kennt. Deswegen finde ich eigentlich das ganz, ganz spannend. Wie gesagt, ich kenne die Serie nicht, deswegen sei es mir verziehen, wenn ich hier einfach so plakativ Sachen sage. Aber ich finde schon, ab einer bestimmten Staffel muss man halt nicht mehr nur so Schlagwörter haben für bestimmte, nicht der Feind, sondern dann musst du in die Tiefe gehen, dann musst du Charakterbildung machen, dann musst du einfach genau verstehen, was ist die Motivation, was treibt diesen Menschen an? Und wenn Trauer und Hass ist immer, also ist eine gute, also Trauer, aus der entsteht dann Hass, ist ein guter Motivator, ne? Also kann ich mir das gut vorstellen, dass dir das gerade gut gefällt, wenn man dann sozusagen auch mal diesen Blickwinkel sieht von einer Figur, die man eigentlich tatsächlich als Feind eher empfindet. Ne? Wir fangen jetzt vielleicht mal so ein bisschen an, wie die Runden, die du durchlaufen bist. Wer war denn dein Favorite? Sorry, alle anderen waren natürlich auch toll. Wir wollen ja jetzt nicht Favorites spielen, aber doch, du hast ja einen Favorite da in der Serie, ne? Genau, also eigentlich habe ich auch sogar zwei. Also ich finde Rick Ocon ganz, ganz toll, der Klaus Hoffmann in dieser Serie spielt. Und ja, genau, und ich saß dann auch neben ihm und wir haben einfach über die Serie gequatscht und sind so eingetaucht in das Ganze, weil er ab der 7. Episode auftaucht auf einmal, der irgendwie verschollen. In Anführungsstrichen, ach so, wir spoilen an, by the way. Entschuldigung. Also ihr solltet vielleicht erst zuhören, wenn ihr tatsächlich die 3. Staffel gesehen habt. Guter Punkt. Genau. Es ist nämlich so, dass Klaus Hoffmann, der halt irgendwie in den USA gestrandet ist, dann auf einmal eine ganz, 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 ganz besondere Rolle bekommt und er in Episode 7 auf einmal auftaucht, aus dem Nichts, mit einer ganz anderen, besonderen Mission, diesen Krieg zu beenden. Und das finde ich halt, das ist halt so eine ganz Persönlichkeit. Ich glaube, er verkörpert halt auch diese Unsicherheit. Auf der anderen Seite möchte er diesen Krieg beenden. Auf der anderen Seite kommt er von einer amerikanischen Mission als Deutscher nach Portugal. Und Portugal war halt auch, viele wissen das nicht und deswegen finde ich es auch so toll in dieser Serie, dass Portugal halt ein neutrales Land im Zweiten Weltkrieg war und halt aber, dass ganz viele Spione sich da aufgehalten haben, Autoren halt und auch ganz viele jüdische Flüchtlinge, weil Portugal so eine Art, auf der einen Seite so eine Art Neutralität wiedergespiegelt hat, aber auf der anderen Seite sind die ganzen Spione, Hunter sozusagen nach Portugal gegangen, um da ganz viele sozusagen aufzuspüren. Und Klaus Hoffmann kommt halt in diese Welt und möchte halt in Portugal, in diesem neutralen Land, versuchen, diesen Krieg zu beenden. Und das finde ich halt so spannend. Das ist erstmal Rick Ocon, genau, mit dem ich dann auch gesprochen habe und den ich ganz, ganz toll auch finde, der es auch richtig, richtig gut interpretiert hat. Seine Rolle als Robert Ehrenberg ist halt Franz Dinder. Den fand ich persönlich auch super. Also mit dem, er spielt, seine Rolle ist der leitende Ingenieur auf diesem U-Boot. Und natürlich kam jetzt das ganz besondere Info. Er spielt halt, also ich würde mal sagen, jetzt so circa 80% in diesem U-Boot. Und dann kam die Frage, und dann meinte er so, ja, in einem U-Boot bin ich nie gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Und dann kommt auf einmal solche Aussagen, und wir so, wie bitte, du bist noch nie in einem U-Boot gewesen. Nicht mal vor dieser Rolle, dass du sagst, okay. Also zumindest mal vielleicht in einem alten U-Boot, dass man das mal recherchiert hat oder so, damit man so ein Gefühl bekommt. War er noch nie.
Noch nie. Und der Redakteur, der neben mir saß, der hat ihm dann erzählt, wie es ist, auf einem U-Boot zu sein. Und da dachte ich mir so, okay, ist auch spannend, die Gespräche halt behind the scenes sozusagen mitzubekommen. Und natürlich hat er auch, was total witzig ist, es ist ja auch, das ist jetzt sehr oberflächlich, aber die haben, also wenn man im U-Boot ist, man hat ja auch nicht die Zeit der Welt, sich irgendwie mega zu pflegen und so. Natürlich kam der Bartwuchs dann auch ins Gespräch, weil natürlich auch, er sieht dann auch aus, er hat, weiß nicht, 4-5 Zentimeter Bart. Und dann kam die Frage natürlich auch, ist dieser Bart echt? Ist dieser Bart, ist er angeklebt? Welche meinten, er ist angeklebt? Natürlich musste er konfrontiert werden damit. Und er ist tatsächlich echt. Er meinte sogar, fasst ihn an, um zu schauen, ob der wirklich echt ist. Du kannst sogar ziehen dran. Hast du es gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Ich meinte so, ich vertraue dir, es ist alles gut. Ich hätte es gemacht. Ich hätte gesagt, so weißt du, mit beiden Händen so, mal gucken, ob das Ding wirklich echt ist. Und dann wäre er abgefallen. Das wäre sehr lustig. Er ist natürlich echt. Nee, also Franz Dinder ist eh, ich finde, einer der Mega-Schauspieler zurzeit, oder? Also auch eine richtige Type, also ja. Wirklich. Das war echt ein tolles Gespräch mit ihm. Es war einfach, der hat so eine Tiefe, er hat so einen Humor, er bringt so viel rein und er bringt auch als Schauspieler an sich so viel in diese Serie rein, ja. Dass ich glaube, ein anderer hätte das auf jeden Fall nicht so spielen können wie er in seiner Rolle. Deswegen bin ich da total begeistert und ja. Gibt es denn so Momente, also ich finde, wenn man sich manchmal mit Schauspielern unterhält und die stehen komplett hinter der Serie, komplett hinter der Rolle, hast du eine andere Ebene an Gesprächen, ne? Es gibt ja dann manchmal Schauspieler, du redest über deren Serie und du hast das Gefühl, die haben die ja noch nicht mal geguckt oder, ne, so, die haben es halt irgendwie, ist ein Job, ich hab's halt mal gemacht, aber ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, worum es da wirklich geht, ne? Ich könnte jetzt keine Details irgendwie, weißt du, was ich meine? Hattest du das Gefühl, dass das bei denen nicht der Fall ist oder dass die da wirklich komplett dahinter stehen? Die stehen sowas von dahinter und jeder einzelne Schauspieler, der da war, der stand komplett dahinter, weil das ist eine Riesenproduktion, es ist eine Megageschichte. Auch Tom Blaschia, der halt, ich meine, jetzt kommt Stranger Things raus und Game of Thrones. Genau, wir kennen ihn noch aus Game of Thrones, genau. Genau. By the way, habe ich auch schon ein sehr tolles Interview mal mit ihm geführt, schon ein paar Jahre her. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Genau, und er zum Beispiel, er ist sowas von hinter dieser Serie und für ihn ist es auch, er spielt halt auch, es ist so ein kleiner Bösewicht, würde ich mal sagen. Also in mehreren Rollen sozusagen, sonst in mehreren Produktionen. Da ist er auch der Bösewicht, aber es verwandelt sich in so eine Menschlichkeit, die ich so ganz, ganz, ganz spannend finde bei ihm. Ist das so ein Sympath in echt, ne? Absolut, absolut. Aber auch so bescheiden. Also ich meine, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob er sich gewandelt hat, ja, aber so bescheiden hat man immer das Gefühl, mit ihm über die Rolle, ne? Also gerade bei mir ist Game of Thrones, liegt ein paar Jahre zurück, aber auch, dass er da als deutscher Schauspieler die Chance hat, in so einer HBO-Hollywood-Produktion mitzumachen, da war der so bescheiden und so ehrfürchtig davor und auch so happy, da mitmachen zu dürfen. Also ich weiß nicht, also ja, Tom Blaschia finde ich cool. Absolut, der kam auch am Tisch und sagte, hallo ihr Lieben. Hat er schon ein bisschen was getrunken? Nein. Natürlich nicht, aber er hat es auf jeden Fall gut gespielt. Also Schauspielern kann er auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Genau, und Tom Blaschia, ja, das ist ja, da kann man nichts dazu sagen, das ist ein toller Schauspieler, der dieses Mal ja auch diese Menschlichkeit bekommt, weil er spielt ja sozusagen der Chef der Gestapo, aber der halt eine neue Mission bekommt, nach Portugal zu gehen, um da sozusagen einige Spione zu jagen und der dann eine Art Menschlichkeit dann auch sozusagen dann irgendwann widerspiegelt. Von so einem Art Bösewicht von der ersten und zweiten, weiß nicht ob ersten, aber zweite Staffel, ich glaube erste auch, genau, der halt auf einmal so eine Menschlichkeit bekommt und das finde ich eigentlich wirklich, wirklich toll. Natürlich, sorry für Spoilern, natürlich tötet der paar Menschen, aber immer in dieser Mission, okay, wir wollen jetzt auch wirklich, jetzt reicht's irgendwann mal, der Krieg muss beendet werden, das
So, ja, so ist anders kriegen wir es nicht hin. Sag mal, ist das eine komplette Männerproduktion oder spielen Frauen da irgendeine Rolle? Frauen spielen natürlich auch eine Rolle. Sie haben auch sozusagen Macht, aber natürlich in den 40er Jahren war es jetzt nicht so, dass die Frauen sozusagen das Kommando geführt haben. Und im U-Boot zum Beispiel ist keine Frau. Keine Frau, ne? Ja. Keine Frau. Da wird auch thematisiert tatsächlich auch, dass das Frauen Unglück bringen. Das ist ein Irrglaube. Genau. Das ist halt ein Spruch sozusagen, der halt da ist und so. Und da fragt tatsächlich eine Frau, die halt den leitenden Ingenieur Robert Ehrenberg halt toll findet, ob sie mal auf das U-Boot gehen kann oder ob das Unglück bringt, weil sie halt eine Frau ist. Ja. Deswegen in dem U-Boot an sich nicht, aber das spielt ja auch viel auf dem Land. Das Land spielt ja auch eine große Rolle. Und da ist natürlich, hat auch eine der Frauen natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Macht, aber eher Background, würde ich sagen. Nicht als führende Rolle. So die Strippenzieherin, Marionettenspielerin. Genau. Ah, interessant. Und wer war denn noch alles da bei diesem Event? Mit wem hast du noch reden können? Regisseure? Haben die dir ein paar Geheimnisse verraten? Haben die aus dem Nähkästchen geplaudert? Absolut. Also ich fand tatsächlich das Gespräch mit Hans Steinbichler total, total interessant. Also in jeder Art und Weise, weil er hat erstmal über die Dreharbeiten und natürlich auch Corona hat eine große Rolle gespielt. Das war mitten, wo Corona noch sozusagen am heftigsten war, haben die Produktion weitergemacht und nicht gestoppt und niemand hat Corona bekommen, also niemand von den Darstellern an sich hat Corona bekommen und das ist total interessant, weil Rick Okun saß dann auch am Tisch und so und der Regisseur meinte, ich kenne dich gar nicht ohne Maske fast, also es ist so krass, weil er immer nur und andersrum auch immer nur mit Maske überall war, natürlich in den Proben auch, ja, wenn gedreht wurde nicht, aber ansonsten die haben so eine Disziplin gehabt. Rick Okun meinte auch so, dass die waren so in ihrer Bubble, die haben diese Drehzeit sozusagen, ich weiß nicht wie lange die war, ich glaube so drei Monate ungefähr. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, haben die in dieser Bubble gelebt und so und haben sich nur mit ihren Darstellern getroffen, mit ihrem Team und mehr war auch nicht dafür da, weil sie wollten nicht die Produktion gefährden und das finde ich auch ganz spannend, dass sie da so in ihrer Welt gelebt haben und ich glaube, das hat sie auch irgendwie inspiriert, weil sie nur unter sich waren und in diesen Charakteren sozusagen, dass da auch irgendwie auch eine andere Tiefe entstanden ist. Weißt du denn, wo gedreht wurde? Es wurde in Malta und in Tschechien gedreht. Also Malta ist tatsächlich auch, das wird als Portugal sozusagen dann. Ich war einmal ja auf Malta, ich glaube, kann ich verstehen, dass das als Portugal durchgeht. Ja, absolut. Ja. Und auch man merkt es überhaupt nicht, dass da irgendwie Malta im Spiel ist, sondern es wurde super, super gut gelöst in jeder Hinsicht. Und was ich, in Tschechien ist halt das Studio, wo auch dieses U-Boot tatsächlich da auch ist und was jetzt auch sozusagen aus dem Studio rausgefahren ist. Und jetzt vierte Staffel schon, haben sie mir verraten, die Dreharbeiten fangen jetzt in 5 Wochen an. Wow. Das heißt, das wurde auch mir verraten und da sind die auch ganz, ganz, ganz gespannt darauf, wie es wird, weil dieses U-Boot jetzt wieder in dieses Studio fahren müssen. Das ist sozusagen das, was sie gesagt haben, was sie erzählt haben. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, auch was ich auch mit Hans Steinbichler, was thematisiert wurde, ist halt dieses Thema Krieg, ne? Weil ich glaube, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo auch Krieg sehr präsent ist. Natürlich, also weil es um die Ecke ist, ne? Also mehr denn je. Man kann es manchmal auch gar, also ich schalte es auch manchmal schon ab, was nicht geil ist, ne? Aber weil es halt einfach, unser Leben geht ja trotzdem weiter, ne? Ich gehe auch weiterhin meine Gassi-Runden, ich gehe weiterhin zur Arbeit jeden Tag und muss meine Sachen erledigen, ne? So. Deswegen klar. Aber ja. Absolut. Spielt eine Rolle wahrscheinlich in der Serie, ne? Absolut. Und es spielt eine Rolle und das Gute ist auch wirklich zu sehen, so diese Parallele zwischen, ja, gut oder nicht gut, aber es wird halt sehr, sehr gezeigt, diese Parallelen zwischen diesem Ukraine-Krieg und halt
Und halt in diesem U-Boot. Im U-Boot spielt es ist so ein Krieg auf diesem Wasser, in diesem Wasser. Und, also untereinander, im Team selber. Also nicht im Team selber, sondern weil Portugal halt neutral war, wurde dieser Krieg sozusagen im Geheimen geführt natürlich. Diese Spionenaufsuche und so weiter und diese Agenten, die da irgendwie diese ganzen gejagt haben. Auf der anderen Seite spielt auf dem Wasser, da ist der richtige Krieg, absolut der richtige Krieg. Und diese Persönlichkeiten, die in diesem Krieg involviert sind, sind halt Jungs, die halt 17, 18 sind, 16, die halt noch nie was mit Krieg zu tun hatten. Und dann, was wir auch mit Hans Steinbicher gesprochen haben, ist die Parallele zum Ukraine-Krieg. Das sind Unschuldige, einfach die auch nicht in den Krieg ziehen wollten, die dann auf einmal eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen und sagen, okay, jetzt musst du kämpfen. Ja. Und die halt mit so vielen Unsicherheiten, und das spielt auch in diesem U-Boot, das finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass man diese Menschlichkeit auch sieht. Natürlich sind sie im Krieg, natürlich wollen sie den Feind besiegen, aber auf der anderen Seite wissen sie überhaupt nicht, ob sie dahinter stehen. Und sie möchten auch auf keinen Fall irgendwie eine Gewalt anwenden. Es gibt auch einen Moment, wo sie halt irgendwie die weiße Flagge dann rausholen, weil sie sagen, okay, bevor ich jetzt hier sterbe, gebe ich auf. Und das sieht man halt so. Und das fand ich auch sehr interessant, auch diese Parallele jetzt zur heutigen Welt einfach zu schüren, würde ich sagen. Ja, ich finde, weil man natürlich, gerade wenn man Medien verfolgt, oft ist Krieg ja immer nur so was Plakatives, ne? Da wird hier eine Bombe geworfen, da passiert das und so. Und du siehst ja nie die Gesichter dahinter, die Menschen, die Schicksale, die Leben, ne? Also auch nicht sozusagen vom vermeintlichen Feindbild, ne? So. Absolut. Ja, dass da auch Menschen sind und die auch Geschichten haben und auch irgendwas haben. Ne? Das ist immer, ja, wird viel immer mit Gut und Böse, mit solchen großen Gegensätzen. Also das spielt in dieser Serie auch eine Rolle. Absolut, absolut, absolut. Und was ich auch nochmal sagen möchte, fand ich auch, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber mit Hans Steinbichler haben wir auch über die technischen Dinge ja auch gequatscht und da spielt der Fokuspuller, spielt zum Beispiel eine mega krasse Rolle. Was ist das? Das ist sozusagen die Person, die halt die Schärfe zieht. Ah, okay. Genau, im Film, die sozusagen neben dem Kameramann steht. Verstehe, ich dachte, ist das irgendwas in einem U-Boot? ja, klar. Genau, genau. Ja. Die Schärfe zieht und der ist halt der Storyteller überhaupt, was bildliches angeht, weil auf der einen Seite wird ja natürlich nicht alles in Worte gefasst, was gesagt wird, sonst wird viel über Bildsprache gearbeitet. Ja. Und da spielt, und ist auch sehr, sehr interessant, weil man in mehreren Szenen auf einmal so ein kleines Stück Bruchteil sieht, okay, krass, was eigentlich gesagt, also es wird zwar was gesagt, in Worte gefasst, aber auf der anderen Seite ist was anderes Bildsprache, wird sozusagen auf dem anderen, wenn zum Beispiel einer im Hintergrund sitzt und so, der da zuhört, den man eigentlich, wo man sagt, okay, der dürfte gerade nicht zuhören oder der ist gerade nicht dabei, und auf einmal wird die Schärfe auf ihn gezogen. Und das gibt sozusagen einen Twist in das Ganze. Und das finde ich halt so spannend, dass halt so technische Berufe auf einmal voll so in die Storytelling auf einmal so in Fokus geraten. Ja. Also Teil davon werden. War dir das denn spannend? War dir das bewusst, als du dir die Serie angesehen hast? Also hast du es bewusst wahrgenommen, dass da tatsächlich mit der Bildsprache auch eine Geschichte erzählt wird? Auch, ja, tatsächlich, auch, ja. Aber wie er das gesagt hat, dachte ich mir so, okay, das muss ich mir noch mal anschauen. Ja. Und das habe ich gemacht und da war ich total beeindruckt, weil... Und man denkt vielleicht Kameramann, dann denkst du nicht, dass es einen Fokuspuller gibt, ne? Also, also ich meine, wir kennen den jetzt, weil wir beide in der Fernsehbranche arbeiten, aber natürlich jetzt auch nicht so explizit, ne? Also... Normalerweise arbeitet mit dem Kameramann und gut ist, ne? Ja. Absolut, absolut. Und dass der auf einmal so eine kreative Ader also auf einmal bekommt und dass ein Regisseur sagt, hey, das ist wirklich Kunst, was diese Person macht. Das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass auf einmal so Leute am Set halt so extreme
vielleicht auch eine Wichtigkeit bekommen. Eine Wichtigkeit bekommen, die nicht so da war. Natürlich gibt es mehrere Serien, die das auch haben, aber das, dass auch ein Regisseur das so sieht und dass man so eine Aufgabe auch jemanden gibt, der das macht, finde ich toll. Ich finde, du hast es ja auch eingehend schon gesagt. Also ich meine, offensichtlich sind ja immer die Schauspieler, ne? Die Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir natürlich dann sehen, ne? Weil die geben ihr Gesicht her, das sind die, die auch ihr Handwerk zeigen. Aber auch die Autoren, dass sozusagen die ja die Worte von jemandem sprechen und die Geschichte erzählen, die sich jemand da ausgedacht hat. Ne? Das ist ja oft mal so fast wie eine Untergewichtung, ne? Weil es nicht das Offensichtliche ist. Deswegen auch schön, dass du das mit den Autoren, waren die denn vor Ort, die Autoren, oder leider nicht? Ich glaube leider nicht, nee. Also ich hab mit denen nicht sprechen können. Ja. Das leider nicht, aber was ich halt auch spannend finde, ist halt diese Kommunikation zwischen der Regie und den Autoren, weil natürlich danach, es wird ja sehr, sehr viel gedreht, ich weiß nicht, jede Episode schwankt natürlich, aber ich würde mal sagen zwischen 45 und 53 Minuten höchstens, natürlich wird halt länger gedreht, der Regisseur, also Hans Steinbichler meinte so, ja, er hat ungefähr manchmal bis zu 65 Minuten gedreht und dann denkt man sich auch so, jetzt muss ich rausschneiden. Was muss ich rausschneiden? Und dann fängt der Krieg an. Dass man, nicht der Krieg, aber, ja, aber dann fängt die Problematik an. Ja, was schneiden wir denn raus? Und das war auch voll die interessante Konversation, dass man einfach schaut, okay, ja, wer entscheidet denn was? Natürlich ein Regisseur, aber auf der anderen Seite sind die Autoren, die halt an diesem Strang festhalten und sagen, nee, das muss auf jeden Fall drin bleiben. Naja, weil du liebst ja deine Geschichte. Das ist ja, also jeder Mensch, der jemals irgendwas geschrieben hat, wird für seine Story kämpfen, ne? Also, und ich sag das vom kleinsten Ding, also was ich schon für 1:30 Beiträge gekämpft habe, wenn mir was wichtig war, ne? Wenn ich so hingerotzt habe, dann nicht, ne? Aber, und dann stell dir mal vor, du erfindest eine Welt, eine ganze Charaktere, alles, ne? Und es funktioniert und in deinem Kopf leben die ja, ne? Das ist so ganz krass, die leben in deinem Kopf und dann willst du nicht, dass dir jemand deine Figuren, weil dir das so wichtig ist, kaputt macht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da nicht ganz einfach ist, ja. Genau, am Ende meinte er so, die hatten eine super gute Zusammenarbeit und jeder hat dann, natürlich jeder Autor hat dann irgendwie geschrieben, so ja, ich finde das müsste auf jeden Fall drin bleiben und das auch und so, aber natürlich der Regisseur hat ja natürlich auch den Content natürlich im Blick. Der würde jetzt nicht irgendwas rausschneiden, was natürlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Und manchmal ist vielleicht die Darstellung besser in einer Szene als in der anderen. Ne? Absolut. Weiß man ja auch. Also ich glaube auch, das spielt alles so eine große Rolle. Und vielleicht gut, wenn es gut gemacht ist, dann merken wir Zuschauer das gar nicht. Absolut. Ne? Und tatsächlich ist es so, es ist so gut gemacht worden, dass man es nicht mal, einem nicht mal auffällt. Und wir hatten auch, ich weiß nicht, ob das der Schnitt Leiter war sozusagen, der auch diese Problematik angesprochen hat, aber der auch, und Kunst wird ja natürlich im Schnitt gemacht. Das ist ne, total. Ganz klar. Jeder, der fürs Fernsehen oder für Filme, ja. Das ist jedem klar. Und über Schnitt wurde natürlich auch sehr gesprochen, weil das ja eins der größten Teile ist natürlich auch von einer Produktion. Das ist auch ein Beruf, der nicht gesehen wird viel, ne? Aber genau das. Also ich glaube sogar, ich will jetzt mal so ein bisschen mein Nerd-Wissen, was wahrscheinlich jetzt gleich alle Star Wars-Fans werden mich killen, wenn ich was Falsches sage. Aber ich glaube tatsächlich, dass der erste Star Wars-Film es war Kraut und Rüben und die Frau von George Lucas hat das im Schnitt gerettet. Ich will nicht sagen, vielleicht war es noch nicht, aber es war eine Editorin, die das gemacht hat und die hat sozusagen so, wie sie es geschnitten hat, die Geschichte, also weil Drehbuch auch nicht so hundertprozentig funktioniert hat, hat das cool gemacht. Wow. Bilde ich mir mal ein, dass ich das mal auf YouTube gesehen habe. So ein Riesen-Nerd bin ich jetzt nicht. Ich liebe Star Wars, aber jetzt nicht so einer, der genau jede Szene mitreden könnte, genau wüsste. Aber fand ich spannend. Und ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Filme, viele Serien im Schnitt gerettet werden. Und sagen wir mal ehrlich, auch unsere Beiträge werden manchmal im Schnitt gerettet. Muss man auch dazu sagen. Muss man jetzt einfach mal, dass wir manchmal Krütze gedreht haben und die aus Scheiße, Gold machen. So ist es. Das klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Abend. Hat sich das für dich total gelohnt? Oder?
Ja, absolut. Also ich bin einfach, ich bin jetzt, glaube ich, noch so ein größerer Fan der Serie fast geworden, würde ich mal sagen. Weil man auch so Einblicke kriegt, die man halt nicht als Zuschauer so bekommt und auch nicht irgendwie auf YouTube, wenn man sich einige Interviews anschaut, dass man so einen Einblick kriegt. Und ich glaube auch dieser ganze Twist, dieses Inhaltliche, dass man, okay, nach Portugal geht in einem Zweiten Weltkrieg-Film, das macht ja auch, dann denkt man sich auch so, hä, was machen die in Portugal? Aber das wissen viele Menschen gar nicht. Also wir saßen an diesem Tisch und dann meinten wir auch so, ja, eigentlich wussten wir gar nicht, was für Rolle Portugal in diesem Krieg gespielt hat. Und das schon allein, diese Geschichte sozusagen aufzufrischen den Menschen und sagen, hey, in Portugal ist so viel passiert. Und das ist gar nicht so richtig bekannt. Was vielen Leuten gar nicht so bekannt ist, das macht es auch spannend und es ist halt nicht noch so ein zweiter, so noch eine Serie über den Weltkrieg. Ja. Und das finde ich halt so das Spannendste auch noch von allem. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer super spannenden Veranstaltung. Gut, dass du da warst und ein paar Fragen für uns stellen konntest. Und dass du so viel Spaß hattest. Weil manchmal sagt man auch, man sollte ja nicht so, wenn man Fan ist, die gar nicht treffen. Ne? Ich hatte das tatsächlich bei Hinderfing. Kennst du die Serie? Ja. Ja, und der Maximilian Brückner ist ja auch so ein fantastischer Schauspieler. Und ich hatte so ein bisschen so, oh, jetzt treffe ich den, habe auch einen Podcast mit ihm aufgezeichnet. Und ich dachte so, oh, scheiße, hoffentlich ist der jetzt nicht uncool. Und das war eine so gute Erfahrung. Das war wirklich so, wo ich dachte so, ah, oh, gut. Mhm. Weil man erlebt das ab und an. Man trifft jemanden und denkt sich, was ist denn das für ein Spacko? Ey, du Honk. Na, so. Absolut. Aber ich hab so das Gefühl gehabt, dass da so ein Team-Spirit ist. Das ist einfach, jeder hat Bock, einfach so eine richtig geile Serie rauszuhauen. Und das hat jeder Einzelne, der an diesem Abend war, habe ich das total gespürt, dass es sowas war. Und das macht die Serie auch noch toller, wenn man in den Backstage kurz mal reinschauen kann. Hey, es sind so tolle Leute, die irgendwie richtig Bock haben, eine geile Serie rauszuhauen und auf der anderen Seite auch tolle Menschen sind und mega, mega miteinander. Und man sieht die Zusammenarbeit. Man sieht, dass jeder sozusagen das Beste gegeben hat und ja. Und es nicht nur ein Job ist, sondern auch eine kleine Leidenschaft. Absolut, ja. So, zur dritten Staffel. Lass uns doch mal ein bisschen zur dritten Staffel reden. Du hast ja schon einiges gesagt und einiges gespoilert. Aber was ist denn so kurz, so in Kürze dein Highlight der dritten Staffel? Ich glaube halt so ein bisschen der Twist von den verschiedenen Figuren, die da vorkommen. Ist richtig spannend. Weil es gibt mehrere Figuren, die halt, zum Beispiel Klaus Hoffmann, finde ich super, weil ich dachte mir, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler tatsächlich auch. Und ich dachte mir so, ich habe die erste Episode geguckt, die zweite, die dritte, wann kommt der denn vor? Und er ist halt erst in der siebten vorgekommen. Und dann hat einfach nur, dann dachte ich mir so, okay, krass, das hätte ich nie gedacht, dass auf einmal Klaus Hoffmann, der halt irgendwie von seinem Vater, sein Vater dachte, dass er irgendwie verschollen war, auf einmal auftaucht und diesen ganzen Krieg auf einmal beenden möchte und sozusagen die, ich würde mal sagen, Offiziere oder Kommander sozusagen zusammenbringen möchte an einen Tisch in Portugal, um jetzt endlich mal diesen Krieg zu beenden. Und das fand ich halt sehr unerwartet. Und es passieren sehr unerwartete Sachen, auch dass zum Beispiel Hagen Forster, also Tom Blaschier, der Hagen Forster spielt, der aber sich dann tarnt als Werner Giese, der auf einmal in Portugal auftaucht, obwohl er... Das wusste ich, in Game of Thrones war auch Formwandler. Echt? Der hat mehrere Gesichter, der Tom Blaschier. Absolut, auf einmal taucht er auf und wie der auch präsentiert wird und so. Also so ganz, ganz spannend, wie er aus dem Flugzeug aussteigt und dann irgendwann, und du siehst, eine Person geht halt raus irgendwie und ist in Portugal angekommen, niemand weiß, wer es ist und auf einmal hebt er so den Kopf hoch und es ist Tom Blaschier, also als Werner Giese. Und dann dachte ich mir auch so, okay, krass, hieß der nicht anders? Ja, stimmt, der hieß anders in einer anderen Serie. Aber er taucht halt auf mit einer ganz anderen Mission und das finde ich halt so spannend, dass dieser Bösewicht, natürlich auch ein Teil Bösewicht in der dritten Staffel, sich irgendwie dann auch verwandelt und dann irgendwie Bock hat, jetzt endlich mal diesen Krieg jetzt endlich mal aufzuhören, würde ich sagen. Und das finde ich halt total schön. Wie viele Episoden geht die dritte Staffel?
Die dritte Staffel hat 10 Episoden. Genau. Und ja, was ich auch spannend finde, ist, dass es haben ja 2 Regisseure an dieser Staffel. Also, so wie ich schon vorher sagte, 1-5 hat Hans Steinbichler gemacht und 6-10 Dennis Ganzel. Und man merkt halt gar nicht diesen Unterschied auch von der Drehart her. Und das ist sozusagen eins irgendwie. Und also sehr homogen auch, sehr so die Zusammenarbeit da. Absolut, absolut. Und ja. Es wurde, glaube ich, viel, viel darauf auch Fokus gestellt, dass es wirklich also eine homogene Serie ist. Und was ich auch krass finde, die ist nicht mal rausgekommen, die dritte Staffel, jetzt haben sie schon die vierte. Die vierte geht jetzt in 5 Wochen in Produktion. Das ist ja auch jetzt... Ja klar, also ich meine, wenn Sky das schon in Auftrag gegeben hat, dann kann man ja davon ausgehen, dass das schon ein Erfolgsprojekt und Produkt ist von ihnen. Ne? Absolut, ja. Absolut. Und das ist wirklich, wirklich toll. Da sieht man auch wirklich, dass diese Serie jetzt auch richtig große Wellen schlägt. Auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, eigentlich weltweit natürlich, aber ganz besonders auch in Europa. Und ja, auch Menschen, glaube ich auch, dass so eine Message auch Menschen wirklich reflektieren lässt und nachdenken lässt, okay, ist dieser Krieg überhaupt notwendig? Und der damals passiert ist, natürlich ist war nicht notwendig und heutzutage aber auch nicht, aber der trotzdem passiert ist. Ja, ja. Ja. Gibt es denn irgendwie eine Szene oder eine Episode, wo du hinterher gedacht hast, oh mein Gott, ich habe Redebedarf, ich muss jetzt mit irgendjemandem am besten, weil es gibt ja immer sowas, wo man denkt, oder war das jetzt so ein Moment, was du uns jetzt schon gerade beschrieben hast mit dem Twist, die da vorgekommen sind? Ich glaube, das war ein Moment. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht an eine bestimmte, sondern es ist halt keine Serie, dass man sich auf die Couch legt und so richtig entspannt und einen witzigen Abend hat. Auf keinen Fall. Es ist eine Dramaserie. Es ist halt, es passiert sehr, sehr viel Dramatisches. Es geht viel mit Unsicherheiten, mit Trauer, mit dem muss man alles natürlich fertig werden. Und du hast es ja gebinged, ne? Du hast es ja innerhalb von wenigen Tagen, hast du 10 Folgen dir angeschaut. Ja, ja, das war sehr hart, würde ich sagen. Da war doch der grüne Abschluss, dass du wenigstens Backstage ein bisschen reinschauen konntest und mit denen noch über diese Sache reden konntest. Absolut. Und es ist auch keine Serie, die geht natürlich immer, ich glaube, wöchentlich immer mit 2 Staffeln. Mit 2 Episoden. Mit 2 Episoden, Entschuldigung, raus. Was wir auch angesprochen haben halt, und die meinten auch, es ist so hart, sich irgendwie auf einmal 10 Folgen anzuschauen, das muss man Häppchen für Häppchen machen, weil das ist sonst zu viel für einen Menschen. Ja. Und damit muss man sich auch natürlich konfrontieren. Und außerdem ist es ja auch so, diese Challenge gewesen, mit 3 verschiedenen Sprachen zu drehen. Das kommt ja auch noch dazu. Die haben Portugiesisch, Englisch und Deutsch wird dann gemischt und es ist halt sehr viel und natürlich wird das in jeder Sprache, es wird ja dann auch... Wird es mit untertitelt oder wird synchronisiert? Das bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, es wird synchronisiert. Du hattest Untertitel wahrscheinlich. Ich hatte gar nichts. Du hattest weder Untertitel noch irgendwas? Ja. Ja. Ja gut, du hast halt die Presseversion zu sehen. Die Presseversion, deswegen ein bisschen Portugiesisch verstehe ich ja, ja, durch das Spanisch, aber... Englisch ja auch. Also. Englisch auch und deswegen war das dann, ich habe schon alles kapiert, aber halt stell dir vor, du bist da am Set und so und musst halt diese 3, auch die Schauspieler an sich, die müssen ja auch switchen, von Deutsch auf Englsch. Tom Blaschier, natürlich kann er das, ja, der hat einige Produktionen gemacht. Wollte ich gerade sagen, hat auch unabhängig von denen, die wir jetzt gerade genannt haben, glaube ich auch nochmal so eine andere... Krimi, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, irgendwie Lines, Between the Lines, nee, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, aber der hat einige internationale Produktionen schon hinter sich. Absolut, aber dann kommt auf einmal Rick Ocon, ich weiß noch nicht ganz, ob der irgendwelche, auch auf Englische, irgendwelche Rollen gespielt hat, aber da ist es auch ganz spannend, natürlich spielt er als Deutscher und der kann ja auch einen deutschen Akzent haben, weil er halt Deutscher ist. In diesem Film natürlich auch, aber er hat super, super, super gespielt und ich fand das richtig, richtig gut. Auch die Portugiesen, die halt dann auch, die auch Englisch reden mussten, dann auch manchmal Portugiesisch, manchmal Englisch und das ist halt so ein Knuddelmuddel, der aber irgendwie dann auch sehr glaubwürdig rüberkommt und das ist halt das Schöne auch an der Serie. So, wir bewerten ja immer von 1-10. 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Welche Bewertung würdest du denn der dritten Staffel von Das Boot geben?
Gute Frage. Ich würde mal sagen, ich glaube so eine 8, würde ich sagen. Also ich bin schon ziemlich begeistert. Natürlich gibt es immer so Kleinigkeiten, aber eine 8 ist schon ziemlich sehr gut und ich bin wirklich begeistert. Findest du denn, ist es die stärkste Staffel bislang oder gab es andere Staffeln, die du ein bisschen besser, überraschender, inhaltlich? Ich finde ja, manchmal ist die erste Staffel immer sehr stark und dann haben es alle Folgestaffeln recht schwer. Wie würdest du das denn jetzt bewerten? Ich glaube tatsächlich, dass die erste Staffel so die krasseste ist und die ich so am coolsten. Ich glaube, das ist meine 10. Ja. Die anderen sind auch richtig gut. Die sind halt vom Thema dann auf einmal ganz anders, wo man sich gar nicht erwartet. Man denkt, okay, man schaut sich jetzt das Boot an und auf einmal bist du halt in Portugal, wo man denkt so, hä, warum bist du in Portugal? Warum sind wir jetzt in Portugal? Natürlich macht das danach alles immer Sinn. Aber die erste Staffel war dein Highlight. Hat schon reingeknallt. Sehr schön. Ja, Letizia, dann erstmal herzlichen Dank, dass du bei diesem tollen Presse-Event für uns dabei warst und jetzt auch toll berichten konntest und hier aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Danke euch. Freut uns natürlich, dass du so viel Spaß dabei hattest. Na gut, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn ihr das Boot gerne seht und auch irgendwie schon in die dritte Staffel reingeschaut habt und auch irgendwelche Highlights habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind ja überall vertreten. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter, wir sind bei uns auf der Seite natürlich und ach, YouTube sind wir auch. Also wir freuen uns von euch zu hören und habt einen schönen Tag noch, ne? Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, ciao.